Hallo, da sind wir wieder. Ich habe kurz rausgeguckt und es schneit, bleibt aber nicht liegen. Also ist es nur semi-gut, weil Schnee ist natürlich schön, aber nur, wenn man ihn auch berühren kann. Wie viele Dinge im Leben. Geld zum Beispiel, Frauen, rote Knöpfe. Na, sehr gut. Ich glaube, es ist... Bevor wir irgendwas machen, ist es eigentlich mal wieder Zeit, in unseren magischen Bereich zu gehen. Vielleicht haben wir genug von dem grünen Schleim gesammelt, dass wir uns gleich mal wieder ein bisschen aufrüsten können. Erstmal gucken. 110 Waffenteile. So, erstmal die Shotgun. Feuerkraft. Mehr Schaden. Das ist zwar nur 5% mehr Schaden, aber die ist... Oder? Nee, ach komm, eigentlich, wir tun der Armbrust ja eigentlich Unrecht. Ladezeit ist egal, Reichweite, Harpunenbolzen. Komm, da kriegen wir 50% mehr Schaden für so einen Bolzen. Für weniger Teile. Und ansonsten Explosivbolzen. Können wir eh nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Gut, dann gucken wir jetzt mal Shotgun. 90. 30. Nachladezeit für die... Ja. Feuerrate. Das finde ich nicht so wichtig. Die schießt... Ich muss mal erstmal gucken, wie gut und wie oft wir überhaupt Muni dafür kriegen. Magazinkapazität, das könnte sich lohnen. Das ist gut. So, und Schockbolzen. Explosivbolzen machen wir mal. Zwei Stück. Ein Schockbolzen und... Nee, Pistolenmuni. Ich will Shotgun-Muni. Shotgun ist besser. Mit der Pistole muss man ja auf die Ferne dann zielen und schießen und das klappt meistens nicht so gut. Shotgun ist geiler. Natürlich nicht so geil wie dieses Ding. Dieses Ding, was seine Nadeln in meinen Hirn sticht. Aber das ist ja schon gewohnt. Hatten wir letztes Mal auch schon. Ach, guck mal, 9.500 grünes G. Das ist auch okay. Kampf. List. Was ist List? Deine Schritte verursachen weniger Geräusche. Ja, langsamer Verdacht schöpfen. Warum eigentlich nicht? Flaschenbrecher. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus der Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Ich hatte noch keine Umklammerung, glaube ich. Oder? Vielleicht ist sie mir nicht aufgefallen. Ich habe eher das Gefühl, dass sie mich nicht umklammern, die Gegner, sondern mich halt direkt ficken. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das ist eigentlich gut. Das nehme ich. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Oha! Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche. Das hier... aber ich guck mal erstmal weiter. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Das ist auch gut. Aber habe ich bisher nicht das Gefühl gehabt, dass ich das wirklich gebraucht habe, weil ich habe entweder viel verloren, musste Medikit nehmen, oder wenig verloren und eine Spritze hat gereicht. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen, verursachen mehr Schaden. 50% mehr Schaden. Hat bei der Oma bisher auch nicht geholfen. Ich glaube nicht, dass mit 50% mehr Schaden unser Messer die Omas tötet. Alles andere haben wir ja damit quasi mehr oder weniger geschafft. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen noch mehr, ja. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass er irgendwas verringert hat. Das Maximum der Lebensanzeige. Das könnte sich lohnen. Das machen wir mal. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Sachen. 5000. Was hat da 12.000 gekostet? Regeneration der Ausdaueranzeige von 40% nochmal höher für 12.000. Das ist ein schlechter Deal, finde ich. 8.000. Ich gucke gerade einfach nur noch Sachen, die ich mir leisten kann mit 2.500 grünem Gel. Ja, komm. So, die Navigation in diesem Wabengerüst ist nicht so geil. Aber sonst haben wir ein paar Sachen gemacht, das ist gut.
schon wieder vergessen, was ich aufgerüstet habe, aber im normalen Spielverlauf sollten sich die meisten Sachen ja zeigen. Ich finde Sachen, die man nur dann bemerkt, wenn man speziell auf sie achtet, sind es irgendwie nicht wert, finde ich. Nur das, was man eh machen würde, so verbessert, dass man dann irgendwie merkt, oh, das ist aber besser als vorher. Das ist geil. Hm? So. Andere Leute sind da anders, aber ich bin da sehr... ich kenne da kein gutes Wort für, aber ich bin da so, wie ich das beschrieben habe. So. Gucken wir mal. O'Neill, hat er sich schon verwandelt? Nein. Ach, guck mal, hier ist neues Zeug. War das vorher schon da? Ja, ich glaube, wir sollten öfter herkommen. Hier ist noch eine Werkbank. Ja, 20 Waffenteile können wir wahrscheinlich nicht viel mitmachen, aber ich werde trotzdem einmal zur Sicherheit nachschauen für die Shotgun. Okay, nein. Herstellung haben wir, hier nicht so viel gefunden. Aber da sieht man wieder, dass ich... Ja, ja. Hat das nicht vorhin noch... Hier steht, dass ich brauche 5 Stück. Habe ich vorhin nicht noch 8 gebraucht? Aber okay. Harpunenbolzen, machen wir nochmal einen. Explosivbolzen, wenn dann. Schockbolzen, Rauchbolzen finde ich nicht so geil. Pistolenmuni. 1. Und wisst ihr was? Komm. Einfach nur, weil ich noch die Sachen dafür in der Tasche hatte. Und jetzt noch ein Kaffee. Kaffee war doch für die Gesundheit, glaube ich. Ich finde es auch übrigens nice, dass der Typ die ganze Zeit da irgendwie an seiner Werkbank arbeitet, während wir inzwischen schon 3-mal gestorben sind, 5 Halbgott-Omas getroffen haben, die uns in anderen Parallelwelten entführt. Und, ach, keine Ahnung. Und der chillt hier einfach und bastelt Walkie-Talkies. Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, ha? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Ganz ehrlich, ich finde Sebastian in diesem Spiel, also aus Erinnerung heraus, im ersten Teil... Bei der so, ja, geht so. Ups, musste aufstoßen. Aber hier, also ich finde seine sarkastische Art ziemlich gut und vor allem, dass er die richtigen Fragen stellt und so. Er ist so nach dem Motto so, jedes Mal, wenn er Scheiße erzählt bekommt, sagt er so, ja, warum erzählst du mir gerade Scheiße? Und wenn die irgendwas erklären wollen, so wie diese komischen Gänge, dann sagt er so, das macht überhaupt keinen Sinn. Und genau das denke ich mir dann auch immer. Naja, Gasmaske. Nur mit dieser Maske gelangst du durch die gasgefüllten Bereiche im Mark. Wahrscheinlich können wir gleich wieder zurück zu diesem einen PC und dann irgendein anderes Tor aufmachen. O'Neill war so nett und hat dir eine brandneue Maske besorgt, sodass du nicht die Maske eines Toten tragen musst. Das ist aber nett. Sehr freundlich. Da speichern wir natürlich direkt. Hinter dem Vorhang. Nördlicher Unterschlupf. Was eigentlich, wenn wir hier durchgehen?
Hier ist nichts mehr. Kann man hier... Okay, hier kann man nicht mehr rausgehen. Schade, ich wollte es nur mal gucken. Hätte sein können, dass man da so rausgeht und als Easter Egg dann stirbt. Und dann lacht man. So. Oh, die Tür hat fast dieselbe Farbe wie die Wand. So. Und wo müssen wir denn hin? Nördlicher Teil. Gut, ihr gegenüber. Ach mein Gott, ja. Das ist genau da, wo wir schon mal waren, in dem Unterschlupf. Macht ja auch Sinn. Wir haben ja die ganze Stadt quasi schon gesehen. So. Ah, Pflanze. Hä, war das draußen? Bin ich doof? Ah ja, natürlich gehst du auf. Don't go. Ist das an mich gerichtet? Jo, fühl erstmal, was das für Schrift ist. Vorhin mochte ich dich noch für deine Antworten an den einen Typen. So. Ja. Diese Handschrift. Er schon wieder. Was für diese Handschrift, Alter. Hier ist eine Kamera und da steht irgendein, da ist irgendein Ding, wo so ein Tod sich so Todesecho-mäßig abspielt, wie in einer Supernatural-Folge. Ghostfacers, glaube ich, heißt die. Sehr gut. Gute Serie, bis zu Staffel X, wo es scheiße wurde. Aber das ist halt mit vielen Serien so. Naja, gut, was auch immer. Auf jeden Fall, das ist doch sofort offensichtlich, von wem das hier ist. Ah ja. Pech gehabt, Ryan. Das soll also Kunst sein? Ist eher eine Hinrichtung. Die Kamera nimmt ein Bild des Opfers auf. Ja. Die Kamera nimmt ein Bild auf. Das ist aber toll. Das hast du echt wissenschaftlich analysiert. Oh, noch ein Kommunikator. Muss Ryan gehören. Mitglieder des Mobius-Teams haben vielleicht was Nützliches dabei.
Turners Kommunikatorprotokoll, das neueste vom Kommunikator aufgezeichnete Protokoll. Finde ich gut, dass du Walkie-Talkies so benutzt und dann können die dann transkribieren die direkt und du hast das Gesagte als Text sofort. Turner sagt, ich habe meinen Kommunikator so umgebaut, dass er Signale von Einheitszerebralchips empfängt. Ich konnte die Standorte der verbliebenen Mitglieder des Sicherheitsteams oder was von ihnen übrig ist, in Erfahrung bringen. Sie haben bestimmt Vorräte dabei, mit denen sie jetzt eh nichts mehr anfangen können. Diese ganzen Chips, die aus toten Gehirnen senden. Diese ganzen Chips, die aus toten Gehirnen senden. Keine Ahnung. Gut, okay. Ist da noch was? Ja, gut, wie auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt im Flur irgendwas ist. Ja, ach, war ja auch klar, ne? Wo ist der hin? Oh, tja, Junge. Wie geht man nochmal in Deckung? Also, ganz vergessen. Ich habe seit x Folgen die Deckung nicht mehr benutzt. Was zum Teufel soll das sein? Das ist doch krank. Jo, und das kommt da gleich raus. Ah. Ah ja, sehr gut. Wenigstens nur normal los. Mit denen kommt man gut klar. Mit denen kann man sich sogar unterhalten fast. So, der sieht ein bisschen aus wie Ruvik. Von Gesichtsausdruck her. Ich habe mir schon fast gedacht, dass die aufstehen würden hier, aber manche von denen, die so da saßen, denen wir schon begegnet sind, sind es ja dann nicht. Und dann wird man irgendwann unsicher. Das ist ja wahrscheinlich auch Absicht. Also ist ganz sicher Absicht. Gut. Ja, hier können wir nirgendwo anders mehr hin. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Nachladen wird übrigens nicht schlecht. Ach, das kann er beim Rennen machen, das ist gut. Ach, mein Gott, ja, ich bin doch blöd, ja. Schon gut. So. Bisher aus Erinnerung muss ich sagen, bin ich froh, dass das Spiel nicht so krank ist wie der erste Teil. Selbst für diesen Ort. O'Neils Unterschlupf ist gleich hier. Da kann ich ihm die schlechten Nachrichten auch persönlich überbringen. Okay, gut. Das heißt, er ist bestimmt weg jetzt. Würde mich wundern, wenn alles nach Plan läuft. Also wenn wir dem irgendwas erzählen und dann sagt er so, ah ja, okay, danke, und dann gehen wir wieder. Andererseits ist das ja ein Safe-Spot. Also das würde mich jetzt wundern, wenn der plötzlich irgendwann, also das wäre also. Haben Sie sie gefunden? Sie sind tot. Aber glauben Sie mir, ohne die sind sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was?
Hoffentlich macht sich ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Für ihre Mühen. Waffenteile. Ja, wenn das so ist. Verstärkung kannst du knicken. Ah ja, okay. So, Waffenteile. Ja, komm. Die Armbrust hat's verdient. Reichweite. Reichweite hat mir eigentlich fast schon gereicht. Ladezeit können wir ein bisschen verbessern. Harpunenbolzen, ja. Schaden der Explosiv. Ja, das mache ich auch mal. Das könnte sich lohnen. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch irgendwas anderes für 50 Waffenteile. Feuerrate der Shotgun. Ja, Nachladegeschwindigkeit, komm. So, das müsste es aber auch gewesen sein. Herstellung. Spritzen. Mindestens eine können wir machen. Schockbolzen, Rauch, Explosiv. Zwei Stück Explosiv. Weil jetzt, wo wir die gerade verbessert haben, müssen wir die natürlich herstellen. Sonst können wir das sonst wohin stecken, ne? Also, keine Ahnung. Können wir eigentlich in die Kirche da reingehen? Mal gucken. Mal ein bisschen beten, kann ja eigentlich auch nicht schaden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Was? Vergib mir. Oh, Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. Jo. Junge, warum gehst du denn auf den zu? Noch nie einen Horrorfilm geguckt? Oh. Und jetzt soll ich das machen? Also das Auto-Aim, das hat, glaube ich, ordentlich geholfen, weil dass ich jetzt getroffen habe, das ist ja wohl... Ich glaube, hier bleibe ich mal. Ach, eine Spritze. Okay, gut. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Ach, das ist der Pater? Okay, gut. Ja, wenigstens hat der Typ dann vor seinem Tod einen für uns erledigt. Ja, gut. Hier ist ja noch scheinbar irgendwer.
Boah, das blendet echt ordentlich, ne? Und das ist auch voll... Also lichttechnisch ist die Taschenlampe hier draußen nicht so geil. Naja. Kann ich in Deckung gehen? Ja, okay. Ich vergesse so selten... ich vergesse so oft, Deckung zu nehmen. Habe ich eigentlich die Fähigkeit bekommen, dass ich aus der Deckung hinter Ecken angreifen kann? Ich hoffe es, weil ich will das jetzt gerne ausprobieren. Der Typ, der soll mal zu uns kommen. Ja, schön. Sehr brav, ja. Okay, das war gar nichts. Das war offenbar auch nicht erlernt, die Fähigkeit. Aber ich bin gerade kurz sprachlos, dass das... Also gut, ich meine, ja, es ist wohl ungewöhnlich genug, dass jemand auf einer Kiste steht, dass man den dann ignoriert. Ah ja. Ja. So gefällst du mir. Gut, offene Türen finde ich auch immer ziemlich nervig. Das kann jedem passieren. So. Ich glaube, wir sind schon über die halbe Map gelaufen, gefühlt. Jetzt muss ich nur noch der Straße hier folgen. Warte mal. In die Richtung? Ja, in die Richtung. Würde mich wundern, wenn das jetzt reibungslos klappt. Und vor allem, wenn jetzt nicht noch so eine Oma oder so uns wieder in ihre Traumwelt holen will. Ist das hier links schon ein Safe-Spot, den wir gefunden haben? Sieht nämlich aus wie einer. Nein! Ja, ihr könnt das vergessen, da gehe ich auf gar keinen Fall. Ich gehe nicht... Ich bin nicht komplett am Ende und gehe in die Richtung von so einer Verrückten. Was machen wir denn nun? Nein, das wollte ich nicht. Bolzentyp. Explosivbolzen, die sind mir zu weit voneinander entfernt noch, als dass ich... Ach, das, was das Geräusch da macht, das sind diese Krabbelviecher. Die will ich auf jeden Fall vermeiden. Ja, sorry, ich kann hier zwar viel grünes Gel sammeln. Aber grünes Gel ist mir egal, wenn ich hier 500 Mal, wenn ich 500 Schuss... Warum denn? Was soll denn das? Ich würde doch am Schleichen. Die waren doch gerade mit sich selbst beschäftigt. Die Wichser. So, wohin jetzt? Ja, das ist...
Nee, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Warte. Keine Geräusche. Ich bin froh, dass die Welt nicht größer ist als so, damit man sich irgendwann orientieren kann. Ach nein, da ist eine Oma. Och. Och nee, och. Man kann die auch nicht töten, wahrscheinlich. Ich will's nicht probieren. Ich will's echt nicht probieren. Das ist... Ich will das nicht. Ja, wisst ihr was? Komm, dann machen wir jetzt trotzdem mal... Oder warte mal, ich mach Pause. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man gerade nicht dahin kann, wo man hin soll, einfach aufhören. Na, danke für die Bewertung. Bis morgen.